China ist eine bedeutende Wirtschaftsmacht geworden und rückt gefühlt immer näher. Muss uns das interessieren? Ich glaube ja. Denn nur was wir einschätzen können, können wir auch beurteilen. Ich habe deshalb Dr. Sabrina Weidmann eingeladen, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr mit Chinesen zu tun hat und die aus ihrem damaligen Interesse ihren Beruf gemacht hat. Die China-Expertin nimmt uns mit in ihre Welt und lässt uns teilhaben an ihren vielfältigen Erfahrungen. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, es ist wieder Mittwoch, es ist Podcast-Zeit für Bau dir deine Zukunft und heute darf ich sagen, Ni Hao, liebe Dr. Sabrina Weidmann, Servus. Ni Hao, Silvia. Ja, warum sage ich Ni Hao? Weil mein heutiger Gast ist promovierte Wirtschaftssinologin, das heißt, sie beschäftigt sich sehr mit einem wahnsinnig spannenden Land, nämlich China. Sie ist da für China-Expertin, hat sogar einen eigenen Podcast, China... China-Log. China-Log, das habe ich doch letztes Mal schon nicht gekonnt. So, und meine Damen und Herren, wir zwei, die Sabrina und ich, wir zwei haben eine Herausforderung. Wir haben nämlich vor einem guten Vierteljahr schon mal einen Anlauf genommen, miteinander einen Podcast zu machen. Wir waren sehr zufrieden mit dem Podcast. Und dann hat die Aufnahme nicht funktioniert. Und heute stehen wir vor der Herausforderung, dass uns möglicherweise Bauarbeiter reinpfuschen. Also, und irgendwie haben wir gerade die Parallele gezogen. Das ist so ein bisschen wie die Herausforderungen, die man mit China zu meistern hat. Da weiß man auch nicht so genau, was auf einen zukommt, oder Sabrina? Ja, das ist absolut so. Also ich glaube, so eine Situation hätten wir in China auch ganz, ganz schnell. Ja, nun wird man ja nicht dahin gezaubert, dass man, sag ich mal, China-Expertin wird. Seit wann beschäftigst du dich schon mit diesem Land und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Genau, also eigentlich beschäftige ich mich schon mit diesem Land, seitdem ich 15 Jahre alt bin, weil ich damals im Schüleraustausch in Australien war und dort sehr viele Chinesen kennengelernt habe. Weil chinesische Eltern ganz gern ihre Kinder ins Ausland schicken, sofern sie das Geld haben. Und dort dann ja in die Schule schicken, einfach weil auch das chinesische Schulsystem wahnsinnig hart ist. Und wenn man sich das dann leisten kann, dann schickt man die ins Ausland. Und ich war damals im Schüleraustausch in Australien. Und Australien ist ja dann wiederum nicht so weit weg von China. Und deswegen hatte ich ganz viele Mitschüler, die dann aus China kamen und hatte so den ersten Kontakt zu denen. Okay, also du hast möglicherweise nicht unbedingt erwartet, dass du mit Chinesen zusammentriffst statt mit Australiern. Wie ist es dann gegangen? Waren die dann sehr schnell mit dir befreundet oder habt ihr zusammen gewohnt oder wie ist es passiert, dass dich dieses Land so gefesselt hat oder die Sprache oder die Menschen? Genau, also so richtig erwartet hatte ich das natürlich nicht. Ich hatte erwartet, Australier vorzufinden. Das habe ich natürlich auch, aber ein großer Teil derer, mit denen ich mich umgeben hatte, damals waren tatsächlich Chinesen. Das hat auch daran gelegen, dass ich Englisch als Fremdsprache, als Kurs an der Schule belegt hatte. Und da waren dann in der Regel nur Chinesen und ich. Und ich habe auch bei einer Gastfamilie gewohnt, wo hauptsächlich außer mir nur chinesische Gastschüler waren. Und wir dann alle, also wir waren insgesamt bis zu 13 Schüler, die dann in einem Haus gewohnt haben mit den Gasteltern, die dann für uns gekocht haben und abends auch mal geschaut haben, ob wir wirklich in unseren Betten liegen. Und genau, das war halt einfach wahnsinnig spannend damals, weil das auch eine Kultur war, zu der ich vorher überhaupt keinen Kontakt hatte. Und es war auch einfach alles ganz, ganz anders als das, was ich vorher kannte. Also das war, hätte mir nie vorstellen können, was so alles da auf einen zukommt, wenn man eben mit einer anderen Kultur so einen intensiven Kontakt hat.
Und was ich auch glaube, ist, dass ich damals eben so wahnsinnig schnell mit denen in Kontakt kam, weil man natürlich in so einem Alter von 15 Jahren jetzt noch keine, man hat da irgendwie kein Schubladendenken so richtig, sondern es sind halt alles Gleichaltrige und man geht mit denen zum Sport oder unternimmt irgendwas in der Stadt oder so, wie mit jedem anderen auch, ohne überhaupt diese Barriere wahrzunehmen. Und mein Englisch. Und ihr wart alles Ausländer, ne? Und ihr wart eben einfach alles Ausländer. Und das verbindet von Haus aus. Also eigentlich sehr schön. Wenn wir überall Ausländer wären, dann hätten wir keine Furcht vor Verfremden, ne? Ja, genau. Also definitiv. Ich glaube auch, dass das sehr zu meiner sehr offenen, weltbürgerlichen Art, also war gut dafür, glaube ich. Ja, hat das sehr geprägt damals. Ja. Okay, jetzt bist du wieder zurückgekommen und hast du dann gewusst, dass du dann quasi Sinologin werden willst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also Sinologin direkt, das wusste ich dann, glaube ich, nicht. Für mich war klar, ich will die Sprache lernen. Also ich wollte mehr über das Land lernen und hatte da dann in Australien eigentlich auch schon festgestellt, dass es halt hauptsächlich über die Sprache geht. Weil die sich damals auch wahnsinnig viel auf Chinesisch unterhalten haben. Und ich habe dann tatsächlich nach diesem Austauschjahr in Australien relativ viel schon verstanden. Also das ist auch so ein bisschen die interkulturelle Kompetenz, ne? Also ich verstehe vielleicht die einzelnen Worte nicht, aber ich weiß so grob, worüber es geht. Einfach nur, weil ich die beobachte und so ein bisschen weiß, wie die miteinander in welcher Situation reden. Und konnte da dann einfach schon wahnsinnig viel rauslesen. So ein paar Worte haben sie mir auch beigebracht, aber für mich war dann einfach klar, okay, ich will diese Sprache ein bisschen intensiver kennenlernen und Chinesisch ist jetzt keine Sprache, die man mal nebenbei in einem VHS-Kurs lernt. Also auch das habe ich tatsächlich anfangs gemacht. Als ich zurückkam, haben meine Eltern mich damals erstmal in den VHS-Kurs gesteckt, weil ich da unbedingt mit der Sprache weitermachen wollte. Bin dann ziemlich schnell verzweifelt, weil so das Kursniveau bei der VHS, also man trifft sich einmal die Woche und man kommt einfach nicht vorwärts. Und da kamen wir dann tatsächlich auf eine Chinesin aus dem Nachbarort, die dort gelebt hat. Und bei der habe ich dann hin und wieder immer nachmittags mal vorbeigeschaut. Und dann hat die mir schon so das Erste beigebracht. Aber mir war trotzdem klar, wenn ich das wirklich intensiv lernen will, dann muss ich das fast studieren oder halt direkt ins Land gehen und dort Kurse besuchen. Und so habe ich mich dann für ein Sinologiestudium erstmal entschieden. Gut, das ist alles nachvollziehbar, Sabrina. Und jetzt hast du dich aber auch entschieden, selbstständig zu werden mit dem, was du kannst und was du drauf hast. Was hat dich denn, sag ich mal, dran glauben lassen, dass das funktioniert? Oder was hat dich bewogen, es zu tun? Ich glaube, es ist eine Kombination aus dem Zuspruch vieler, dass mir immer alle sagen, China ist total wichtig und es wird immer größer. Du bist genau im richtigen Bereich tätig. Und der Erfahrung, die ich in Festanstellung hatte, wo das dann eher das Gegenteil war. Also da hatte ich immer festgestellt, die China-Kompetenz, die will gar kein Arbeitgeber haben. Also das ist immer so nice to have, wenn man das hat, aber es ist irgendwie nicht besonders gewünscht. Also es ist jetzt kein absoluter Einstellungsgrund. Und in der Selbstständigkeit hatte ich den Eindruck oder die Hoffnung zumindest, dass es dann sich tatsächlich umdreht, weil man dann halt für seine Kompetenz gebucht wird sozusagen. Und das ist tatsächlich auch der Fall, ja. Wie lang bist du schon selbstständig, Sabrina? Knapp über 2 Jahre jetzt. Also noch eine junge Selbstständige. Ja, doch. Genau. Stimmt. Was sind so deine Erfahrungen? Ich meine, der Wunsch nach Selbstständigkeit, der ist ja schon in vielen Menschen mittlerweile verankert und die sagen, ich mache jetzt lieber mein Ding, baue mir meine Zukunft und gehe raus aus den Konventionen. Was kannst du denen mitgeben, die jetzt vielleicht sagen, ja, ich will es auch probieren? Geht's schnell? Geht's langsam? Welche Hürden hat man zu meistern? Was ist so deine Erfahrung bisher? Ja, also ich hatte das Glück, dass ich direkt sehr gut eingestiegen bin, weil ich, als ich meinen letzten Job gekündigt habe, dann schon,
Also ich habe eigentlich nur rum erzählt, dass ich jetzt gekündigt habe und mir überlege, mich selbstständig zu machen. Und da hatte ich dann schon die ersten Kunden, die mit mir gestartet sind. Es kam dann aber später, also so nach einem halben Jahr, da hatte ich dann quasi diese Kunden, die direkt kamen, abgearbeitet. Und da kam dann erstmal der Leerlauf, wo ich gemerkt habe, okay, da steckt irgendwie noch mehr dahinter. Ganz so von alleine geht das Ganze dann irgendwie doch nicht. Und das war dann tatsächlich so eine erste Durststrecke, jetzt kommt's raus, wo ich dann erstmal durch musste. Und da ist dann, glaube ich, wirklich so die Phase, wo man als Selbstständiger wahnsinnig viel Geduld und Durchhaltevermögen braucht. Weil man da dann natürlich schon so dran zweifelt, ist das jetzt gerade das richtige Modell, das man verfolgt, was muss man umstellen, dann tatsächlich auch mal einen Kurs in Akquise belegt beispielsweise und Vertrieb, sich um sein Marketing kümmern muss und auf einmal ist so ein ganz bunter Blumenstrauß vor einem, wo man sich dann halt auch erstmal durchkämpfen und durchbeißen muss und viel auch einfach ausprobieren. Und deswegen ist, glaube ich, so der Tipp, wenn man das wirklich, wirklich möchte, sollte man viel Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen. Ja, dem kann ich nur zustimmen, was du sagst. Herzlichen Dank auch für deine ehrliche Antwort. Ich spreche immer auch wieder mit vielen Kollegen, die ebenso selbstständig sind. Und viele sagen mir, wenn ich ganz ehrlich bin, Silvia, hat 7 Jahre gedauert, bis das Geschäft nicht mehr volatil, sondern stabil war. Das heißt, das gehört einfach zum heutigen Leben dazu, dass wir eine volatile Welt haben. Welche Fähigkeiten helfen dir denn, dass du da so dranbleiben kannst? An was glaubst du dahinter? Ich glaube, ich bin einfach geprägt von einem sehr hohen Level an Zuversicht, dass das Ganze schon klappen wird. Also dieses Urvertrauen in dir drin, das ist natürlich eine sehr hilfreiche Kraft. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das treibt mich auch wirklich am meisten dann an. Und ich habe zum Glück auch in meinem Umfeld viele Menschen, die das immer wieder bestätigen. Und mittlerweile auch viele andere Selbstständige. Also ich glaube, diesen Spruch, dass ich unter 3 Jahren der Selbstständigkeit mir nicht einbilden muss, dass es irgendwie perfekt läuft, also gerade diese Volatilität dann nicht mehr drin ist. Ich glaube, das wurde mir von nahezu jedem gesagt, aber auch immer so mit dem Hinweis, ich soll mir nicht so viele Gedanken machen, weil wenn Sie das jetzt vergleichen mit damals, wie es bei Ihnen lief und so weiter, stehe ich da extrem gut da. Also das ist dann auch immer wieder so, wo ich dann denke, so ja, okay, passt eigentlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Wirtschaft gerade ordentlich läuft. Also klar, sie geht ein bisschen zurück, aber so für mich würde ich jetzt mal sagen, ist das Level, das noch sehr, sehr gut ist. Also wir sind ja wirklich noch perspektivisch hoffentlich auch weit entfernt von der Wirtschaftskrise. Und insofern habe ich halt auch eine gute Zeit erwischt, um mich selbstständig zu machen. Ja, das sagen die Fleißigen, gell? Welche Vision treibt dich an, Sabrina? Also jetzt gerade mit meinem China-Business tatsächlich den Menschen klarzumachen, was China eigentlich für uns bedeutet. Also ja durchaus eine große Transformation, die uns langfristig begleiten wird. Also das ist jetzt kein Veränderungsprozess, wo man von heute auf morgen durchlebt, sondern es wird sich einfach wahnsinnig viel auch Richtung Asien und Richtung China verschieben und die Leute darauf vorzubereiten, dass sie einfach ja vorbereitet sind, wissen, was da auf sie zukommt und vor allem dann auch reagieren können. Das ist so, ja. Okay, das ist jetzt so schnell zusammengefasst. Was heißt das denn genau für uns? Auf was können wir uns denn vorbereiten? Wie sollen wir einer Macht entgegentreten, vielleicht auch die Synergien finden? Was sind unsere Hausaufgaben, auch als Deutsche? Als deutsche Unternehmen. Ja, also vor allem diese Synergien zu erkennen und diese dann auch klug zu nutzen. Also für jeden Wirtschaftsbereich würde ich sagen, lohnt sich das einfach mal zu analysieren. Wo stehen wir? Wo steht China momentan? Was hat China vielleicht schon für Kompetenzen entwickelt, von denen auch wir profitieren können? Also wo ergeben sich da Kooperationsmöglichkeiten, um sich dann einfach auch gemeinsam vor allem für die Zukunft aufzustellen und eben nicht so dieses kämpferische Dasein zu pflegen, wo man denkt, okay, da kommt jetzt irgendwie was auf uns zugerollt und wir müssen uns schützen und uns wehren, sondern eben eher diesen Schritt nach vorne zu gehen und zu schauen, okay, wie kann ich denn mit denen zusammen was erreichen? Okay, wo siehst du Synergien? Was können wir da tun? Wo müssen wir hinschauen?
Das kommt so ein bisschen immer auf die Branche drauf an. Es gibt viele Branchen, wo China einfach schon wahnsinnig weit entwickelt ist. Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Drohnen, wo China mittlerweile Weltmarktführer ist und da viele Technologien einfach auch verbaut, die wir auch anwenden können. Also Drohnen sind wahnsinnig hilfreich, um verschiedene Dinge zu finden, sei es in der Landwirtschaft, wo man sich dann anschaut, ob die Böden richtig bewässert sind oder ähnliches. Oder bei Rettungskräften sind die mittlerweile auch gut im Einsatz. Und wenn man da dann auf chinesische Ware sozusagen zurückgreifen muss, weil es in Deutschland gar nichts groß gibt, muss man sich halt hier dann überlegen, okay, wie kann ich das denn am besten verwerten? Wie kann ich da zusammen mit den Kooperationen schließen, um beispielsweise meine landwirtschaftliche Überwachungssysteme besser zu optimieren? Also solche Themen einfach. Genau, und so ist es einfach jeden Wirtschaftsbereich. Also ich muss halt genau schauen, was kann ich, was können die, und dann schauen, wie man das am besten zusammenführen kann. Und es sind natürlich auch so ein paar ethische Aspekte in manchen Bereichen mit drin. Also man darf in China zu gewissen Dingen Tests betreiben, die man jetzt hier nicht unbedingt dürfte. Das werden wahrscheinlich Bereiche sein, wo China sich sehr, sehr stark schneller weiterentwickeln wird. Und ja, da dann auf Forschungsergebnisse zumindest zurückgreifen zu können, ist sicherlich auch was wert. Natürlich immer so ein bisschen unter der eigenen Vorgabe, kann ich das jetzt gerade vertreten, damit dann auch zu arbeiten? So ein bisschen Gedanken sollte man sich natürlich bei Kooperationen dann trotzdem machen. Ja, also okay. Also da scheidet sich der Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt, wenn es um ethisch Geschichten geht. Aber andererseits machen die das einfach. Und wenn wir zwar dagegen sind, hilft uns das nicht wahnsinnig viel, nur dass wir halt dann ethisch fein sind für uns und dennoch ziehen die anderen an uns vorbei. Ne? Ja, genau. Das ist irgendwie die Quadratur des Kreises, aus der man da nicht rauskommt, weil die ganz einfach mit ihrer Lust auf Zukunft ziemlich Gas geben. Wenn du unsere zwei Länder so betrachtest, nachdem du quasi in beiden ja gut unterwegs bist, was sind denn so die größten Unterschiede, was Zukunftsgestaltung betrifft? Ich glaube, dass das hauptsächlich ist, dass Chinesen in der Zukunft festhängen und wir in der Vergangenheit. Was heißt das, die hängen fest in der Zukunft? Also man hat nach wie vor so diese Vision, das Leben für das gesamte Volk besser zu machen. Und das sind die ja, also es ist auch wieder so ein bisschen eine ethische Frage, aber in vielen Bereichen einfach ganz gut schon unterwegs. Also ja, wenn man sich das Armutslevel anschaut, da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Und da wollen sie auch weiter dran arbeiten. Also dass es einfach mehr Menschen gut geht, dass man ein besseres Sozialsystem oder Absicherung hat. Also da blicken die einfach in die Zukunft. So ein bisschen natürlich auch mit der Perspektive, man hat nichts zu verlieren. Also wenn ich jetzt ein Arbeiter vom Land bin, dann habe ich einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben in Richtung besseres Leben. Und deswegen blickt man eben mehr in die Zukunft, als dann jetzt wie bei uns dann zu sagen, ist ja alles schön und gut und uns geht's so gut und da kann man sich drauf ausruhen und man muss ja eigentlich gar nichts verändern. Und wie findest du das? So aus dem, was macht dir das Angst? Ist das beruhigend? Ich würde mal sagen, ich hoffe, dass man bei uns den ein oder anderen auch noch rechtzeitig aufrüttelt und da dann auch wieder mehr in die Zukunft geblickt wird. Also bei uns ist ja die Angst auch immer ein großer Treiber. Also spätestens, wenn man dann auch in unseren schönen Branchen wie Maschinenbau und Automobilindustrie einfach den chinesischen Wettbewerb stärker spürt, nimmt ja auch zu. Also das merkt man ja auch in den Medien momentan, dass da einfach dann in Deutschland auch viel gemacht wird, häufig auch auf Druck dessen, was in China dann passiert. Und ich glaube, wenn dieser Druck einfach noch steigt, ich glaube, dann wird es spätestens aufrütteln und dann bleibt einfach zu hoffen, dass es dann noch nicht zu spät ist. Was würdest du uns denn gern zurufen, so aus deiner Erfahrung heraus? Ja, einfach an die Zukunft auch zu denken und halt nicht an irgendwelchen Branchen beispielsweise festhalten, weil die halt einfach schon immer da sind und schon immer gut waren und sondern einfach aktiv an der Zukunft zu arbeiten
und einfach mal aufwachen und vielleicht auch mal einfach Richtung Osten schauen, was da so alles passiert und sich da gern auch inspirieren lassen. Okay, das kann man zum Beispiel über den China-Log, über deinen Podcast auch tun. Genau. Um zu sagen, also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, dein Anspruch oder dein Aufruf wäre, verdammt nochmal, geht's mal ein bisschen raus aus eurer Schonhaltung und es geht uns zur Guthaltung. Und ich ergänze jetzt aus der Jammerei, die wir ja verstärkt spüren in vielen Bereichen, sondern habt mal einen wachen Blick, die anderen schlafen nicht. Also ich sage das ganz gerne wirklich, wir sind so satt und die anderen schlafen aber nicht. Und die wollen an demselben Wohlstand teilnehmen. Und du hast vorher einen Satz gesagt, die Vision für China ist, dass es dem Volk besser geht. Und sowas hatten wir ja hier auch, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in den 70ern noch, in den 80ern noch, dieses Mantra, das unsere Eltern gebetet haben, also meine zumindest noch, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Mhm. Und dafür sind die aufgestanden, dafür waren die unterwegs und dafür quasi ist in die Hände gespuckt worden. Und dieses Mantra gibt es in Deutschland nicht mehr. Also das ist vorbei. Ne? Wo soll man sich denn noch hin quasi entwickeln? Ja, also ich denke, Luft nach oben ist immer. Aber diese Luft muss man halt auch sehen und fühlen. Okay. Ich denke, möglicherweise kann einem China als Weltmacht, die sie ja immer mehr werden, schon auch Angst machen. Also ich meine, die Chinesen kaufen hier kleine Flughäfen, beteiligen sich dort und da und das machen die immer alles ganz, ganz still. Und ich war gerade vorgestern bei einem Gespräch mit unserem Oberbürgermeister hier und er sagt, ihr würdet euch wundern, was Chinesen hier in Erding schon alles gehört. Und da bin ich ein bisschen erschrocken. Sind wir zu blauäugig? Ich glaube, wir waren es blauäugig. Also es gab viele so größere Unternehmensaufkäufe, wo ja dann Deutschland ein Stück weit auch aufgeschrien hat. Ich glaube, KUKA, dieser Roboterhersteller, ist da so das beste Beispiel dafür. Und da muss man dann halt auch davon lernen und dann halt sich ein bisschen anpassen. Ich meine, in Deutschland ist immer das Problem, dass man sagt, naja, wir haben einen offenen Markt und jeder darf hier investieren und gleiche Bedingungen für alle. Aber auch da wurde jetzt in Deutschland einfach schon was gemacht, weil man in China halt auch immer nicht so genau weiß, wer da dahinter steckt. Also ist es jetzt der Staat, ist es ein Privatunternehmer, da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Und da schaut Deutschland jetzt schon auch genauer drauf. Also ja, wir waren blauäugig, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, um diese blauen Augen etwas abzulegen. Wenn wir jetzt mal auf die Kultur von China kommen, also ich durfte ja auch schon 3 Wochen unternehmerisch durch China reisen, ist allerdings wirklich schon 15 Jahre her. Das war mehr oder weniger, als die Automobilindustrie sich sehr dafür interessiert hat. Und mir ist schon aufgefallen, dass die Deutschen damals sehr hoch im Kurs standen. Also wenn wir aus Deutschland kamen, dann wurde das mit sehr viel Respekt und Achtung anerkannt. Wenn jemand aus Amerika kam, war das überhaupt nicht so. Was verbindet denn die Chinesen und die Deutschen so in besonderem Maße? Also ich glaube, dass das viel mit konfuzianischen Werten zu tun hat, wo sich die Chinesen bei uns dann ein Stück weit auch wiederfinden. Also wir haben ja auch unsere Tugenden, nach denen wir leben. Und ich glaube, da ist schon mal so ein erster Querschnitt, wo dann Chinesen bei uns einfach ganz gut andocken können, sozusagen. Was aber auch mit dazu kommt, ist, dass wir dort einfach sehr stark als Vorbild gelten, auch aufgrund der Produkte, die wir geliefert haben. Also so, was sehr, sehr bekannt ist, also was jeder eigentlich kennt, sind so die deutschen Automarken oder auch Zulieferer wie dann Bosch und ähnliche, wo einfach die Qualität sehr gut ist. Und das wissen die Chinesen. Und das sind einfach Produkte, die man sehr schätzt und dementsprechend dann auch Sachen entwickeln will. Und mit unserer Pünktlichkeit und so, da sind wir dann einfach schon ein Stück weit ein Vorbild, wo man sich wiederfindet und das auch ganz gut findet. Und ich glaube, deswegen sind die uns einfach ein Stück weit auch wohlgesinnter. Hängt aber natürlich ein Stück weit dann auch wiederum mit unserer Wirtschaftspolitik zu tun.
zusammen, weil wenn man sich anschaut, was die USA gerade mit China im Handelskrieg macht, dann kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass die uns nach wie vor auch wohlgesinnter sind als jetzt beispielsweise Amerikanern. Okay, das war 2004 damals noch nicht so, aber dennoch scheint sich das eben von den kulturellen Unterschieden sehr zu bestätigen. Eins macht uns natürlich als Deutschen trotzdem immer zu schaffen, auch wenn die uns als Vorbild sehen, dass die trotzdem unsere Sachen nehmen und dann ganz einfach ihrs draus machen. Das ist ja für die legitim. Ich kann mich erinnern, auch wenn es schon lange her ist, war ich ja mit einem Unternehmen dort und wir waren auf Suche, sage ich mal, nach Partnern und kamen zu einem Unternehmen, das hat einfach quasi ein Produkt dieses Unternehmens nachgebaut und uns stolz präsentiert. Und zwar sogar mit dem Logo drin. Ja. Und dem Inhaber ist wirklich das Gesicht runtergefallen. Das hat er überhaupt nicht fassen können. Und für den Chinesen, so war der Eindruck, war, guck mal, wir sind genauso gut wie ihr. Ihr könnt eigentlich stolz sein auf uns. Ist das heute noch so? Also sowas findet man tatsächlich heute auch noch. Also ich höre das immer wieder von verschiedenen Industriebetrieben, die dann ihre eigenen Produkte, also kaum feststellen können, dass ihre eigenen Produkte, die sie gerade vor sich haben, gar nicht ihre sind, sondern eben dann eine gute Fälschung. Also sowas hört man natürlich nach wie vor noch. Aber heutzutage kann man einfach viel besser gegen sowas vorgehen. Also da hat man dann als Unternehmen durchaus auch Rechte, kann die verklagen in dem Fall und hat dann, ja, hofft dann zumindest, dass die das Produkt dann wieder vom Markt nehmen. Also da hat sich wahnsinnig viel oder auch Schadensersatzzahlungen dann fällig werden. Also es ist westlicher geworden. Genau, auf jeden Fall, ja. Und ich meine, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ja China an der Wirtschaft, an der Weltwirtschaft teilhaben möchte. Und dementsprechend muss ich einfach auch gute Bedingungen liefern, weil wenn die da nichts machen in dem Fall, dann überlegen wir uns das auch, wie wir da künftig vorgehen wollen. Und ja, mit Gegenreaktionen und so, da hat China ja auch nichts davon, sondern die wollen sich ja tatsächlich eher in die Weltwirtschaft integrieren und da nicht neue Barrieren schaffen. Wenn ich mich jetzt annähern will und habe ein Unternehmen an China, bist du ja meine 100% richtige Ansprechpartnerin. Wie geht man so idealerweise vor, wenn man sich quasi diesen Markt erschließen möchte? Also am besten immer erstmal mit einer Marktanalyse anfangen. Also sich erstmal anschauen, was gibt's denn dort schon? Was sind dort so die großen Wettbewerber? Wie stehen die im Markt? Welche Produkte kommen gut an, wie werden die vermarktet und so weiter. Also so typisches Herangehen eigentlich von einer Marktanalyse. Ganz wichtig ist auch immer, ist das ein Bereich, der stark reguliert ist? Also kann ich da als deutsches Unternehmen überhaupt selber in den Markt oder muss ich einen chinesischen Kooperationspartner suchen? Oder darf ich vielleicht auch gar nicht an dem Markt teilhaben? Also das könnte zum Beispiel sein, dass das irgendwie nationaler Sicherheit unterliegt. Ob das, also ist immer schwer zu beurteilen, da muss man dann wirklich nachschauen, ob das auf der Liste und wo das eingetragen ist. Also da gibt es eine richtige Liste, wo man schauen kann, ob man sich da als Unternehmen dann wiederfindet oder halt auch nicht wiederfindet. Und dann, ja, also muss man sich halt entscheiden, kann man eben alleine in den Markt gehen oder möchte man überhaupt alleine in den Markt gehen? Ist es hilfreich, einen Kooperationspartner zu suchen? Was sind so die regulatorischen Hürden, um dort dann auch zu gründen? Und ja, wenn man sich das alles gut überlegt hat, dann am besten machen. Dann am besten machen. Was ist so dein typischer Kunde? Gibt es denn überhaupt? Und wenn ja, wie begleitest du den, Sabrina? Also es ist tatsächlich ganz, ganz bunt. Markteintritt habe ich auch schon gemacht. Aktuell mache ich hauptsächlich bin ich aktuell hauptsächlich mit Unternehmen tätig, die schon im Markt sind. Und da sind dann die Fragestellungen wiederum eher, okay, mein Produkt XY, das kommt im Markt überhaupt nicht an. Woran liegt das denn? Haben wir da irgendwie einen Fehler gemacht, irgendwas verpasst? Und da dann rauszufinden, eben, ja, woran das konkret liegt. Meistens findet man das
das auch relativ schnell raus. In vielen Bereichen hat das tatsächlich regulatorische Gründe, also dass irgendwelche neuen Gesetze eingeführt wurden, wo dann das Produkt einfach nicht mehr konform ist. Oder tatsächlich auch, dass der Wettbewerb einfach stark zugenommen hat, also dass jetzt auch viele Wettbewerber aus dem chinesischen Markt vorhanden sind. Und genau, das schaue ich mir dann für Unternehmen an und bespreche dann mit denen letztendlich, wie man weiter vorgehen möchte. Also das ist dann tatsächlich schon eher Strategieberatung. Okay. Genau. Also sobald man mit China Geschäfte machen möchte, bist du interessant für die Unternehmen. Begleitest du auch Privatpersonen, die sagen, ich will mich diesem Land annähern, beziehungsweise was rätst du uns vielleicht einfach so als Menschen, wie wir uns da annähern können, um vielleicht eine Scheu zu verlieren oder die kulturellen Unterschiede besser zu verstehen, die es da gibt? Ja, also am besten einfach mal meinen Podcast hören. Und tatsächlich einfach mal ins Land fahren. Also ich glaube, vieles versteht man erst, wenn man tatsächlich im Land vor Ort ist. Wenn man mal so eine Großstadt gesehen hat wie Shanghai oder Peking oder Shenzhen und einfach mal sieht, wie da wirklich das Leben vor sich geht. Und gleichzeitig sollte man auch immer einplanen, mal aufs Land rauszufahren. Weil da das Leben einfach noch ganz anders tickt als in den großen Städten und einfach auch diese Unterschiede mal zu sehen und ja selber dann auch zu fühlen, wenn man sich vor Ort aufhält, ist einfach ganz, ganz wichtig, um da so einen Zugang dazu zu bekommen. Was sind denn so die wichtigsten Unterschiede? Ich bin dann so ein bisschen immun gegen die Unterschiede. Das ist dann mehr so was, was wir in interkulturellen Trainings machen. Ja, also das hat ganz viel mit, fängt an mit Pünktlichkeit beispielsweise. Ja, also wie verhalten die sich da, wie verhalten wir uns? Aber dann, wenn man tiefer reingeht, dann sind das eben so eher die großen kulturellen Unterschiede, wie zum Beispiel, dass in China immer, ja, es gibt verschiedene Ringe, wie man die Gesellschaft aufteilt. Das ist beispielsweise, dass ich im inneren Kern ja meine engsten Verwandten habe, mit denen ich einfach sehr, sehr viel zu tun habe, denen ich vertraue, die ich unterstütze, und dann der äußere Ring kommt, wo ich dann vielleicht Geschäftskollegen mit drin habe, wo dann aber die Beziehung schon gar nicht mehr so nah ist. Und je nachdem, in welchem Ring man sich da befindet, ist auch wirklich das Zusammenhalten sehr, sehr unterschiedlich. Ist man in einem äußeren Ring bei jemandem, dann ist das Netzwerk einfach nicht besonders eng und dann kommt so dieses Typische, dass man auch mal über hintergangen wird mit irgendwelchen Dingen. Es kann beim Taxifahrer anfangen, dass der einfach dann die dreifache Strecke fährt zu dem Ort, wo man eigentlich hin muss. Und das sind dann so Dinge, wo man bei uns jetzt mit diesen Kreisen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Sachen erklären würde. Und ist auch so ein Stück weit dadurch begründet, dass bei uns eben das Individuum an sich im Zentrum steht. Und in China ist das genau andersrum. Also da steht die Gemeinschaft im Zentrum erstmal. Und dann kommt weiter außen erst das Individuum. Kehrt sich allerdings momentan bei jüngeren Generationen auch, wo das Individuum stärker in den Fokus rückt. Deswegen ist jetzt zum Beispiel bei interkulturellen Trainings so mein Ansatz immer, dass man natürlich die Basics erstmal durchgeht, aber sich dann wirklich das an konkreten Personen, mit denen man zu tun hat, auch anschaut, um dann einfach so ja genauer und konkreter darauf einzugehen, was da tatsächlich kulturelle Unterschiede sein könnten. Und was ich ganz oft habe, ist, dass viele überzeugt sind, dass es die gar nicht gibt, die kulturellen Unterschiede. Wenn man dann aber wirklich sehr intensiv und länger mit Chinesen zu tun hat, dann stellt man plötzlich fest, dass eben doch ganz viele Sachen anders sind. Und in der ersten Begegnung toleriert man viele Dinge und übersieht die dann auch erstmal. Aber wenn man eben konstant und länger mit jemandem zu tun hat, dann bildet sich das eben stärker raus. Okay, es ist quasi wie mit jedem anderen Land. Du brauchst halt einiges an Achtsamkeit, damit du das kapierst, und die Gepflogenheiten des Landes sollte man vorher einfach verstehen, um nicht in irgendwelche Fallen zu tappen. Genau, ja. So, wenn wir jetzt einfach so in die Zukunft schauen, brauchen wir China, liebe Sabrina? Wir brauchen China. Ob China uns braucht, ist die Frage. Okay. Ja, also ich glaube, das sieht man bei uns schon momentan ganz gut. Also China ist einer der größten Wirtschaftspartner Deutschlands als auch Europa. Ohne China geht's nicht mehr.
momentan, also das würde auch für uns bedeutenden Rückschlag im Wohlstand bedeuten, wenn wir uns von China irgendwie loslösen würden. Von daher ist China für uns wahnsinnig wichtig. Für China aber andersrum sind wir momentan auch sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wie wichtig wir China noch sind, wenn die in vielen Branchen einfach selber schon so weit sind, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt auf unsere Produkte auch so intensiv angewiesen sind, wie sie das momentan sind. Und genau. Okay. Na, dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Es wäre noch spannend, das ein oder andere intensiv zu erörtern, aber dafür gibt es deinen wunderbaren Podcast, den ich natürlich dann auch verlinke. Wenn Sie sich für China noch interessieren, dann empfehle ich das unbedingt. Und ich glaube, es ist ein echt, echt spannendes Land, an dem wir wirklich nicht mehr vorbeikommen. Und mittlerweile gibt es ja auch Unternehmerreisen, die einfach sagen, es ist noch viel, viel spannender als das Silicon Valley in den USA. Da schlägt der Puls der Zeit. Und ich habe mir das damals gedacht, als ich in Shanghai war. Ich finde ja New York schon schnell, aber Shanghai hatte ich das Gefühl, das erfindet sich ja wirklich jeden Tag neu. Ja. Und das ist schon so anders, dass es klug ist, wenn wir einfach wissen, was in diesem Land, das so eine Macht hat, passiert. Von daher vielleicht jetzt mal eine meiner letzten Fragen. Was ist es in deinen Augen, was in Zukunft so grundsätzlich für uns als Gesellschaft wichtig wird, Sabrina? Ich glaube, für uns wird es wichtig sein, uns unserer Werte und Moralvorstellungen bewusst zu werden und dementsprechend dann auch festzulegen, wie weit wir gehen wollen, was für uns wichtig ist, um auch so ein bisschen langfristig die europäischen Interessen dann gegenüber diesem riesigen Land auch aufrecht zu erhalten und dann halt nicht wild dem Geld hinterherrennen, das von dort fließen wird oder auch in die andere Richtung fließt. Sehr spannender Tipp, Dankeschön. Jetzt so zum Abschluss, hast du noch 3 Zukunftstipps für meine Hörerinnen und Hörer parat, liebe Sabrina? 3 Zukunftstipps zu China? Wenn du die hättest, wäre es auch fein. Also ein Tipp ist, glaube ich, sich mit Ländern wie China tatsächlich einfach intensiver zu beschäftigen, weil die Zukunft definitiv dominieren werden. Ein Zukunftstipp wäre sicher auch, sich mit seinem eigenen Wohlstandslevel mal auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was bedeutet für mich eigentlich Wohlstand, weil meine Vermutung ist, dass das in Zukunft sich einfach stark ändern wird. Also auch, dass Wohlstand in andere Länder abfließt, weil man das auf dem Level nicht unbedingt halten kann langfristig. Also es ist eine negative Aussicht, aber ich glaube, wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt, dann ist man zumindest gut vorbereitet und kann sich darauf vielleicht auch intensiver besinnen. Und einen dritten Tipp. Gute Frage. Zwei sind auch gut. Zwei sind auch gut, dann bleibe ich bei 2. Wir müssen da jetzt nichts künstlich hervorzaubern. Sehr gut. Du hast mich gerettet. Ich bin überzeugt, sobald wir hier auflegen, fallen dir nur 35 ein. Das ist ja oftmals so bei uns Menschen, dass man sagt, Mensch, das hätte ich noch sagen können oder das hätte ich noch sagen können. Das macht uns Gott sei Dank alles sehr, sehr menschlich. Ja. Meine Damen und Herren, wir sind wieder am Ende eines ganz, ganz spannenden Podcasts, wo es wirklich mal um den Blick über den Tellerrand gegangen ist, wo es darum gegangen ist, mal einen Blick einer Expertin zu teilen, wie die auf die Welt schaut, auf ein Land wie China schaut. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich danke dir herzlich, liebe Sabrina, dass du bei uns im Podcast warst. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und diesmal ist es gelungen, meine Damen und Herren. Keine Bauarbeiter haben uns mehr gestört. Und ich freue mich, dass der jetzt bald online geht. Und sage Ihnen eine wunderbare Woche. Halten Sie die Augen auf. Gehen Sie in Kontakt mit asiatischen Mitbürgern, mit Chinesen, wenn es möglich ist. Hören Sie in den Podcast rein. Und in diesem Sinne eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.
Servus und auf Wiedersehen. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.